Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Mittwoch, dem 4. Februar, hier beim JFD Devisenradar. Wir wollen hier uns gleich mal dem Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar widmen, auch als Kiwi bekannt. Das hier nicht mit der Frucht zu vergleichen, sondern mehr mit dem Tier aus Neuseeland. Und wir sehen hier sehr schön, dass wir beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar im Stundenchart-Intervall hier auf der linken Seite eine Erholungsbewegung nach den gestrigen Tiefs gesehen haben. Hier der Schock in der Nacht. Wir zoomen uns mal ein Stück weit rein in die Grafik. Das hing hier mit der Leitzinssenkung, mit der sehr, sehr überraschenden Leitzinssenkung aus Australien zusammen. Da gab es auch hier bei dem Neuseeland-Dollar wieder Druck. Hier ja rein technisch gesehen das Zinsniveau noch höher als hier in der angelsächsischen schrägstrich westlichen Welt, aber eben auch der Neuseeland-Dollar hier sowohl verbal als auch mit Interventionsmaßnahmen geschädigt. Und schauen wir ganz kurz aufs ganz große Bild hier auf den Wochenchart. Die Konsequenz dessen sind hier sehr, sehr, oder Konsequenzen dessen sind hier sehr, sehr deutlich. Nachdem es hier scheiterte im letzten Sommer, das langfristige Hoch, das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 zu überwinden, das waren nur wenige Pips, haben gefehlt, hier das Niveau aus dem August 2011 zu überwinden, dann hätten wir hier ein taktisches, sehr schönes Signal haben können. Aber interessanterweise knapp davor drehte der Markt und seitdem befinden wir uns eben hier in einem sehr, sehr starken, ausgeprägten Korrekturmodus, der hier jetzt unlängst eben mit einem neuen Mehrwochentief glänzte. Eine Candlestick-Kerze hier eine Woche und wir sehen, wir haben hier eben neue Tiefs ausgebildet und auch hier markante Unterstützungslevel unterschritten. Doch heute, und da gehen wir jetzt eben ins aktuelle Geschehen zurück, zeigt sich hier eine sehr, sehr schöne Erholungstendenz, auch hier angeknüpft an die gestrige. Einzigste Manko, und auch hier eröffnen wir uns jetzt mal das große Chartbild, ist diese, ich will sagen, gleich die Widerstandszone hier im Bereich 37, 047, 30 so rum. 35, 30 hier in dieser Zone in jedem Fall. Und wir haben auch hier eine leichte Divergenz vorliegen. Ja, Divergenzen sagen hier nichts über einen Trendwechsel aus, beziehungsweise eine Korrekturaufnahme, aber sie liefern Anhaltspunkte für eine gewisse Schwäche, für eine gewisse Momentumschwäche. Und der Auftrieb von gestern ist doch schon sehr, sehr stark gewesen. Heute dann auch noch in Anführungszeichen befeuert, beziehungsweise gestern Nacht befeuert. Das sehen Sie auch hier an diesen Kerzenbewegungen. Es gab hier am gestrigen Handelstag diverse Daten aus Neuseeland, Konjunkturdaten hier 22,45, die immer wieder natürlich dann auch mit Argusaugen verfolgt. Und genau diese waren es, die hier auch zu einem weiteren Aufstieg führten. Der Punkt ist, wir haben hier eine leichte Divergenz und das Währungspaar selber ist schon 162 Pips gelaufen. Der Schnitt des Währungspaares rund 140 soll heißen, wir sind jetzt hier schon über Range und jetzt ist eben die Frage, ob das hier ein außerordentlicher Tag im Sinne einer Overrange wird oder eben nicht. Wir sehen den US-Dollar schwach auf der Brust, jetzt aktuell neues Tagestief. Das heißt hier, der Euro gegenüber dem US-Dollar hier nicht als Stütze und das sehen wir auch hier in der aktuellen Stundenkerze. Insofern sollte man sich eher darauf einstellen, wenn wir hier das Niveau von 0,4730, 0,4735 nicht überwinden, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar heute hier nochmal einen kleinen Rücklauf vollzieht. Das passt dann in Anführungszeichen natürlich nicht zu dem Moment, zu der Wochentagsstatistik, die wir hier aktuell haben. Und jetzt das mal kurz aufs Bild. Da sehen wir die aktuelle Wochentagsstatistik zum Mittwoch und sehr, sehr eindrucksvoll, dass wir hier rein technisch den stärksten Tag der Woche haben. Mit dem aktuellen Lauf von heute ist das natürlich schon geschehen. Wir sind rein range-technisch schon am Limit. Wir haben hier eine positive Performance zu vermelden, aber viel mehr nach oben scheint jetzt eben nicht zu gehen. Also, Obacht geben, Konsolidierung scheinen jetzt hier durchaus möglich und interessant wird es da, gerade im Sinne eines, Zuschnappens eines möglichen Entries für die Annahme einer Trendfortsetzung hier am heutigen Daily Pivot Point. Also es wäre natürlich schon enorm, wenn wir jetzt hier diese Wegstrecke nach unten wieder abarbeiten, also hier vom aktuellen Level etwa 70 Pips korrigieren, aber genau hier am Daily Pivot Point, oberhalb des Daily Pivot Points, haben wir hier diese Unterstützung, die sich hier auch schon bereits seit dem 12. Februar ableiten lässt. Und das wäre ein sehr schönes Level, um hier wieder aufzuspringen und dann zu sagen, okay, jetzt kann der Markt hier durchaus wieder nach oben aus aufdrehen, um dann letztlich weiteres Potenzial gen Norden zu generieren. Aber hier, wie gesagt, auf diesen Ausbruch warten und unterhalb dessen scheint hier eine Konsolidierung durchaus angebracht. Schauen wir uns dazu auch ganz kurz nochmal die immer wieder gern
präsentierte und dargestellte Fuzzy-Logik an. Den Chart nochmal holen. Jetzt haben wir es. So, da haben wir sie hier. Die Vorausschau praktisch des Neuseeland-Dollars. Mit Blick auf den Stundenchart nach den aktuellen leichten Rücksetzern ist hier durchaus nochmal ein Hype auf ein neues Tageshoch zu erwarten. Rein technisch von der Fuzzy-Logik, also von hier der statistischen Pattern-Auswertung der Vergangenheit zu erwarten. Aber grundsätzlich hier doch schon eher auch gerade bis in den Abend hier hinein eher eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Soll heißen, hier für heute beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar eher Vorsicht bewahren, eher Ruhe bewahren, gerade vor dem Hintergrund, dass die Range eben ausgereizt ist, und das vergessen viele Marktteilnehmer. Sie springen meistens auf gewisse Währungspaare auf, die hier schon ihre Range bei Weitem ausgeschöpft haben, und das ist natürlich statistisch eher die Ausnahme, dass es hier klare Overrange-Days gibt. Ich will es nicht bestreiten, wenn wir hier über 0,4735 rausziehen, 0,7435 so rum, dann haben wir hier sicherlich nochmal Potenzial bis zum Resistance Level 2, beziehungsweise bis hier in diesem oberen Widerstandsbereich 0,75 knapp, aber da müssen wir erstmal drüber. Also hier erstmal Ruhe bewahren, und mit Blick auf den Tagesschart wird auch deutlich, und dann haben wir im Prinzip das ganze Sammelsurium, dass wir hier eben gerade vor dem Hintergrund der Vortage hier den Widerstandsbereich haben. Hier 0,4735, hier diese Zone, und gerade vor dem Hintergrund einer Ausbruchsbewegung nach oben, die sich auch eben morgen noch anschließen könnte und in den kommenden Tagen, wäre hier oberhalb von 0,7495, dem Hoch dieser Kerze vom 28. Januar. Wenn wir hier rüber gehen sollten, dann wäre hier sicherlich ein Retest dieses ehemaligen Unterstützungslevels, jetzt Widerstandslevels im Bereich von, ich ziehe gerade mal den Balken rüber, gehen wir noch ein Stück weit runter hier, im Bereich von rund 0,7675 zu erwarten. Also, wenn es hier über die Kerze vom 28.01. geht, dann besteht hier durchaus Potenzial, dieses Niveau anzutesten. Hier dann allerdings wieder Grad-Trend folgen. Und da hole ich auch immer gern den Rainbow rein, der das Ganze hier nochmal sehr schön veranschaulicht. Trend folgen dann hier im Sinne eines Retests dieses jetzigen Widerstandsbereichs dann doch schon eher die Annahme, dass es hier spätestens hier wieder nach unten gehen sollte. Brechen wir den Daily Pivot Point des heutigen Tages, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Dann gehen wir direkt nach unten. Aber insofern ist es jetzt hier nicht vonnöten. Gut, wir bekommen gerade noch eine Meldung rein, den Euro-US-Dollar uns mal anzuschauen. Das können wir natürlich gerne an dieser Stelle tun. Dafür sind wir ja auch interaktiv am Start, und den können wir uns mal aufrufen. Nach der gestrigen Erholungsrallye sehen wir heute hier eine Konsolidierung. Wir sind aktuell 44 Pips gelaufen. Das ist unter Range. Schauen wir uns kurz den Stundenchart an. Interessant ist, wir uns hier so bei diesem Daily Pivot Point gerade aufhalten. Also oberhalb von 1,1436 sieht es noch ganz gut aus. Wir haben hier diesen, das kann man hier auch noch kurz mit reinnehmen, diesen Konsolidierungsmodus aufgebrochen nach oben. Auch die Linien zeichne ich jetzt mal ein, weil es da durchaus einen Kreuzungspunkt geben kann in Kürze. So. Und jetzt kann man hier annehmen, wenn wir den Pivot Point unterschreiten des heutigen Tages, dann dürfte die Erholungsbewegung des gestrigen Nachmittagsimpulses relativ schnell hier wieder in diese Stauzone führen und hier zum Support Level 1. Und hier haben wir auch diese Kreuzung dieser zwei Trendlinien, Schrägstrich hier diese Stauzone. Wenn Sie jetzt hier mit dem Market Profile arbeiten würden, dann hätten wir hier genau so eine Unterstützungszone, zumindest zuvor eine Widerstandszone, zumindest ein Level, an dem sich Käufer und Verkäufer immer wieder trafen. Und genau in diesem Niveau wäre hier eine Haltestelle für den Euro-US-Dollar zu erwähnen. Wenn wir hier unter dem Pivot Point gehen, per 15 Minuten Schrägstrich-Stundenschlusspreis, dann würde ich hier beim Euro-US-Dollar eher einen Rückfall an die gestrige Stauzone erwarten. Und das wären dann hier in Niveaus im Bereich 1,1335, 1,1337 Support Level 1. Und dann wäre es im Prinzip auch schon ausgereizt. Wir sind jetzt hier aktuell wieder tagestief, also es sieht gerade etwas schwach aus. Wir bekommen aber in Kürze eben auch Daten aus der EU, die hier, wenn das Level hält, dann durchaus Euro-US-Dollar wieder antreiben könnten. Aber die Situation derzeit nach dem gestrigen Impuls muss ja über dem Pivot Point von heute bleiben. Wenn das nicht schafft, dann sieht das doch eher nach weiter rückläufigen bzw. nach einer Relativierung des gestrigen Aufwärtsimpulses aus. Das große Bild zeigt hier auch sehr schön auf der Oberseite das nächste Widerstandsniveau. Wenn wir es eben schaffen, nach oben aufzudrehen, da wären wir hier im Bereich 1,16, 1,1560,
60 hier im Bereich dieser Kerzen vom Januar definitiv an einem Punkt, wo der Markt sicherlich ja, nochmals bärischen Druck erfahren dürfte. Also wenn sich die Erholung fortsetzt, dann rechnen Sie damit, dass im Bereich 1,16 etwa der Markt wieder ins Straucheln kommen könnte. Kurz zur Wochenstatistik, wollen wir uns den Wochentag mal ansehen beim Euro-US-Dollar, der hier ja, mit deutlich schwachen Kennzahlen daherkommt. Wir sehen es gestern, das hat noch ganz gut gepasst mit der Erholung, auch am Montag hier mit 51, 52%. Aber wir sehen hier Mittwoch, Donnerstag ganz klare negative Tage. Also wenn es unter dem Pivot Point gibt, dann könnte sich hier die Statistik durchsetzen und wir könnten eine fallende Tendenz erwarten. Freitag, aufgepasst, Non-Farm Payrolls, der erste Freitag im Monat. Auch statistisch hier eher ein schwacher Tag für den Euro gegenüber dem US-Dollar, aber newsbedingt Non-Farms. Wir werden das hier auch bei JFD Live Trading TV begutachten, was der Markt da macht. Hier kann viel passieren, aber tendenziell vielleicht doch erstmal durchschnaufen nach den gestrigen Impulsen beim Euro-US-Dollar. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Devisenradar. Wenn Sie mögen, nachher gibt es nochmal eine Live-Sendung, vielleicht auch zum Euro-US-Dollar. Schauen wir mal. Ich werde aber insbesondere auch Gold nochmal anvisieren. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Handelstag noch und würde mich freuen, wenn Sie später einschalten. Bis dahin.